schlimmsten Eltern der Welt. Das ist krass, das ist wirklich krass, weil der schlimmste, also ich muss an der Stelle mal ganz kurz einen Real Talk machen. Das schlimmste Elternteil der Welt bin tatsächlich ich. Ja. Mein Sohn Torben ist mittlerweile 4. Und ich habe den noch kein einziges Mal gesehen. Und ich will den auch niemals sehen, ne? Ihr denkt, dass Bestrafungen wie Hausarrest, Rasenmähen oder Social-Media-Verbot harte Erziehungsmethoden sind? Rasenmähen war nie eine Bestrafung. Rasenmähen war einfach das, was ich machen musste, damit ich weiter existieren darf. Dann habt ihr diese Eltern noch nicht gesehen. Im heutigen Video präsentieren wir euch nämlich die schlimmsten Eltern der Welt und ihre komplett verrückten und abgefahrenen Erziehungsmaßnahmen. Mit dabei sind nicht nur heftiges körperliches Training und krasse Kleidungsvorschriften, sondern auch Methoden und Verhaltensweisen, mit denen Kindern auf der einen Seite zu Genies werden können, auf der anderen Seite aber auch ihre gesamte Kindheit verpassen. Es wird also wirklich heftig. Ja gut, aber da muss man an der Stelle auch einfach mal sagen, ne, oder? Deshalb legen wir direkt los. Auf der Nummer 6 beginnen wir mit einer Erziehungsmaßnahme, die für die meisten zwar unvorstellbar in den USA, jedoch nicht selten die bittere Realität darstellt. Und zwar geht es um den strengen Erziehungsstil, der in den sogenannten Mormonenfamilien gang und gäbe ist. Oh no, die Mormonen sind eine streng religiöse Das sind big weird champs. Gemeinschaft, die ihren Mitgliedern Religion immer nice und fein, bis es zu extrem wird, I guess. Nicht nur Genussmittel wie Alkohol, Kaffee oder Tee verbieten, sondern auch den Konsum von Fernsehunterhaltung und Social Media streng sanktionieren. Was? Oh mein Gott, dürfen die denn wenigstens Heroin nehmen? Dürfen die wenigstens Heroin nehmen, sonst ja wirklich ein Shitleben. Darüber hinaus muss jeder Mormone in jungen Jahren mindestens einmal als Missionar gedient haben, was Missionarstellung ist chillig. Bedeutet, dass man von Tür zu Tür geht, um neue Mitglieder für die religiöse Gemeinschaft anzuwerben. Das ist überhaupt nicht chillig. Das ist gar nicht chillig, das ist mega scheiße. Das hat nichts mit Sex zu tun, das ist mega beschissen. Wenn man als Jugendlicher in einer Mormonenfamilie aufwächst, muss man sich also an zahlreiche harte Regeln und Vorschriften halten, die das eigene Leben extrem einschränken. In einer amerikanischen Reality-Show wurde übrigens vor einiger Zeit mal das Experiment gewagt, bei dem man ein normales Mädchen aus der amerikanischen Mittelschicht namens Julie für mehrere Monate bei Mormonen leben ließ. Monate? Direkt am ersten Tag wurde Julie dabei mit endlosen neuen Verhaltensregeln konfrontiert, Alter. Die sie sofort umsetzen musste, wenn sie nicht bestraft werden will. So musste sie unter anderem jedes Kleidungsstück wegwerfen, das in irgendeiner Form freizügig oder unangemessen rüberkommen könnte. Ich darf nicht mal mein Bikini tragen. Darunter befanden sich Klamotten wie ärmellose Tops, T-Shirts oder auch nur kurze Hosen. Auch ihr Handy musste sie aufgeben, Internet war verboten und Was? Nicht mal Fernsehen durfte sie. Für ein Mädchen wie Julie eine absolute Bestrafung, weshalb sie das Experiment auch nach einigen Wochen von selbst abbrach. Digga, ich check halt Verbot von Alkohol und sowas und Kaffee, I don't know, Tee. Fucking weird, Tee ist übernice so. So ein normaler Tee, wenn da kein Koffein drin ist, übergeil. Aber Verbot von Handys? Digga, überleg mal, du hast irgendeinen Notfall oder sowas. Das ist doch... Hä? Auf der Nummer 5 kommen wir nun zur Familie O'Brien aus den USA, die sehr stolz darauf sind, einen ganz besonderen Titel zu tragen. And we're America's cheapest family. Sie bezeichnen sich nämlich als die geizigste Familie Amerikas. In den letzten 10 Jahren haben die Eltern der fünfköpfigen Familie so gut wie keine einzige Neuanschaffung getätigt und dadurch über $30.000 gespart. Die haben 10 Jahre lang nichts gekauft Neues, außer Nahrungsmittel und haben damit nur $30.000 gespart. Seid ihr stupid? Seid ihr dumm? Nimmt der Mann regelmäßig Heroin oder was ist da los? Wie kann man denn nur $30.000 sparen? Hä? Das macht no joke gar keinen Sinn. In 10 Jahren ist das gar nichts. Das ist so stupid. Ich dachte so, alright, maybe so 300, 400k oder sowas. Aber Digga, was?
Alles, was im Haus der O'Briens kaputt geht, wird durch die eigene Hand repariert, um somit kein Geld für Handwerker. Das sieht über Scheiße aus! Oder neue Gegenstände auszugeben. Das sieht sau Scheiße aus! So verwendet die Familie zum Beispiel statt einem neuen Duschkopf eine leere Wasserflasche. Sau chillig, Digga. Sau chillig. Sau chillig, weil dadurch deutlich mehr Wasser durchfließt und die Wasserkosten extrem hoch sind. Weil ein Duschkopf hat normalerweise eine Durchflussbegrenzung drinne. What the fuck? Oder ersetzt einen abgebrochenen Griff einer Pfanne einfach durch eine Zange. Darüber hinaus gibt es nicht mal richtige Möbel wie Sofas oder Sessel. Und vor allem die drei Kinder müssen mit diesen extremen Sparmaßnahmen irgendwie zurechtkommen. Aber die haben ja über das große Haus. Was? Auch im Sommer wird das Wasser im Planschbecken des Gartens beispielsweise nicht nur zum Baden genutzt, sondern auch zum Abwaschen von dreckigem Geschirr. Welches Kind geht denn danach noch da rein? Es gibt außerdem auch an Weihnachten kein neues Spielzeug und nahezu alle Sachen zum Spielen bestehen aus selbstgebastelten Gegenständen. Oh, das ist mein Lieblingsholzstumpf, mit dem spiele ich so gern. Da die Eltern wollen, dass ihre Kinder ihr Geld nicht für, aus ihrer Sicht, unnötige Dinge aus dem Fenster schmeißen. Machen wir weiter mit einem Jungen, dessen Eltern ihn zwar auf der einen Seite zu sensationellen Leistungen gepusht haben, der auf der anderen Seite aber auch sehr unter diesen Erziehungsmaßnahmen gelitten hat. Die Rede ist von Richard Sandrack, der in den USA unter dem Namen Little Hercules zu einem richtigen Star wurde. Sandrack hatte bereits als 8-Jähriger den Körperbau eines erwachsenen Profisportlers. So. Und jetzt müsst ihr euch mal fragen, warum seid ihr immer noch ein Lauch, wenn ein 8-Jähriger euch besiegen würde? Und war zu unglaublich. Digga, diese Brustmuskeln. Sportlichen Leistungen fähig. What the fuck? So stemmte er unter anderem schon mit 6 Jahren 82 Kilo auf der Hantelbank und. Was? Mit 6? Digga, ich mach 82 Kilo. Konnte seinen Körper auf atemberaubende Weise verbiegen und dehnen. All das sorgte letzten Endes dafür, dass Sandrack nicht nur Little Hercules genannt wurde, sondern auch offiziell das stärkste Kind der Welt war. Allerdings waren diese Errungenschaften nicht ganz selbst aufgebaut, sondern lagen vor allem an der strengen Erziehung seines Vaters Pavel. Dieser zwang ihn nämlich mit gerade einmal 4 Jahren zum intensiven Bodybuilding-Training. Und Pavel selber ist der übelste Lauch, alles klar, Digga. Und sehr strikten Diäten, um einen maximalen Muskelaufbau zu erreichen. Eine tägliche Trainingssession bestand irgendwann aus 600 Liegestützen, 600... Ja, okay, so ein Lauch ist der Vater jetzt nicht. Sit-Ups, 300 Squats und zahllosen Wiederholungen mit Gewichten. Darüber hinaus durfte er nicht wie andere Kinder leckere Sachen wie Pizza oder Burger essen. Bei einem Kind unter 16, 17 Jahren ist das maximal ungesund. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das stimmt. Ich habe jetzt sehr, sehr oft schon gelesen, dass das tatsächlich wohl fein sein soll. Ich weiß es allerdings nicht. Ich habe jetzt gelesen, dass es wohl keine Altersgrenze gibt. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Ich kann mich auch da verlesen haben. Sondern musste immer darauf achten, dass er Mahlzeiten mit wenig... Die Ausführung muss halt gut sein und die Gelenke müssen halt geschützt werden, ne? ...Fett und keinem Zucker zu sich nahm. Zwar wurde Little Hercules durch seine unglaubliche Körpertransformation schnell Wachstum, zu einem Star. Wachstum. Allerdings begann er bereits als Teenager an den Erziehungsmethoden seines Vaters zu zweifeln, weswegen er sich mittlerweile auch anderen Hobbys widmet und als Stuntman arbeitet. Er zündet sich nun selbst regelmäßig an. Mit dem Bodybuilding hat er trotz aller Weltrekorde mittlerweile abgeschlossen. Junge, du warst der stärkste Mann der Welt und jetzt bist du ein Lappen. Weiter geht's mit einer Erziehungsmethode, an der sich viele Eltern zwar ausprobieren, jedoch die wenigsten so erfolgreich sind wie das Ehepaar Anderson aus den USA. Die beiden Eltern haben nämlich das Unglaubliche geschafft und dafür gesorgt, dass ihr Sohn Caleb zum vielleicht intelligentesten Jungen der USA wurde. Denn das, was man eigentlich nur aus Serien wie etwa Young Sheldon kennt, repräsentiert Caleb Anderson in der echten Welt. Mit gerade einmal 12 Jahren wurde Caleb nämlich an einer der renommiertesten naturwissenschaftlichen Unis der Welt angenommen. Bro! Was? Ganz ehrlich, ich werde meinem Sohn, wenn der irgendwann, oder meiner Tochter, werde ich dieses Video zeigen und sagen so, und wenn du das nicht unterbietest, dann bist du gefeuert. Kann man ein Kind feuern?
Was ist das Äquivalent, wenn man ein Kind feuert? Kinderheim, oder? Dort begann er im Oktober 2020 mit einem Studium des Luftfahrtingenieurwesens und gilt seitdem als einer der Hoffnungsträger für die Zukunft der Luft- und Raumfahrt. Der Grund für diese unglaublichen Leistungen liegt dabei vor allem an der Erziehung seiner Eltern. Leute, das hat nichts mit Romatra zu tun, wirklich. Romatra ist stupid gegen diesen Jungen. Die ihm bereits mit einem Jahr das Lesen beibrachten. Mit Alter. 2 Jahren brachten sie ihm bei zu zeichnen und zu malen, sowie fließend zu sprechen, wie auch sich mit Zeichensprache zu verständigen. Zwar gibt es auch einige Kritiker solcher frühen Fördermaßnahmen, doch im Fall von Caleb Anderson haben diese außergewöhnlichen Methoden wirklich zu einem unglaublichen Lebenslauf geführt. Wenn er das doch enjoyt und übertrieben das geil findet, so smart so Sachen zu machen, so why not? Weiter geht's mit der Nummer 2 und einer Mutter, die die wohl abgedrehtesten und verrücktesten Erziehungsmethoden der Welt für ihr Kind anwendet. Es geht dabei nämlich um Sarah Birch, die vor einigen Jahren in England als menschliche Barbie berühmt wurde. Der Grund für diesen Namen ist, dass sie in ihrem Leben bereits hunderte Schönheits-OPs über sich ergehen ließ. Digga, immer wenn ich höre Schönheits-OPs und dann ist jemand hässlich, muss irgendwas falsch gelaufen sein. No joke, wenn ich höre, ich habe schon 20 Schönheits-OPs gemacht, aber du siehst nicht Schönheit aus, du siehst aus wie Scheiße. Und Millionen Pfund für Botox, Silikon und andere Eingriffe ausgab, nur um am Ende wie Barbie auszusehen. Während man hier jedoch nur über ihr Verhalten als große Inszenierung diskutieren kann, wird es spätestens bei der Erziehung ihrer Tochter Poppy richtig schräg. Oh, seit 2004 ist Sarah Birch nämlich Mutter einer mittlerweile 17-jährigen Tochter, mit der sie immer wieder für heftige Schlagzeilen sorgt. So brachte sie ihrer Tochter im Alter von 6 Jahren nicht nur das Pole Dancing bei, glaube ich nicht förderlich, sondern sorgte im Jahr 2011 sogar für einen waschechten Skandal. In diesem Jahr schenkte sie ihrer Tochter nämlich öffentlichkeitswirksam einen 6.000 Pfund teuren Gutschein für eine Schönheits-OP. In den darauffolgenden Monaten ergänzte sie dieses Geschenk dann um weitere Gutscheine, sodass Poppy bereits mit 7 Jahren über Schönheits-OPs im Wert von über 60.000 Pfund verfügen konnte. Welcher Arzt ist denn so ein Wichser und operiert eine 7-Jährige für Schönheits-OPs? Digga, was für Wichser, wie kann man so ein Arzt sein? Ekelhaft. Zwar löste sie diese aus rechtlichen Gründen nicht ein, aber allein der Fakt, dass die Mutter über solche Geschenke versuchte, ihre Tochter zu einem Ebenbild ihrer selbst zu machen, ist ziemlich umstritten. Kommen wir nun zur Nummer 1 und damit zu Eltern, die ihren Kindern nicht nur extrem viel zumuten, sondern sie auch wie ihre eigenen Angestellten behandeln. In der amerikanischen TV-Show My 600 Pound Life geht My 600 Pound Life. Es geht nämlich darum, wie Kinder sich um ihre stark übergewichtigen Eltern kümmern müssen, da diese alleine nicht mehr zurechtkommen. Dann hört doch einfach auf zu fressen, oder? Also no body shame an der Stelle. Aber das ist ja Egozentrik des Todes. Das ist ja jetzt nicht, als wäre sie chronisch krank oder sowas. Also psychisch, obviously. Aber das ist ja gewollt. Sie könnte das doch sicherlich irgendwie unterbinden. Ich habe jetzt hier keine Grundlagen. Und bei Gott hoffen wir, dass es jetzt nicht an irgendeiner Schilddrüsen-Unter- oder Überfunktion, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es wirkt ja so, als würde sie das willentlich hinnehmen und einfach weiter essen und ihr Kind einfach ausnutzen. Das ist doch krank. So müssen die Kinder ihrer Eltern, die übrigens alle über 270 Kilo wiegen, was? Sie nicht nur anziehen, sondern auch waschen, bekochen und alleine dafür sorgen, dass das ganze Haus in Schuss bleibt. What the fuck? Da die Eltern in ihren Bewegungen extrem eingeschränkt sind. Der Mann ist ein richtiger Loser. Habt ihr gesehen, wie skinny der Mann ist? Der hat das Game nicht durchgespielt. Da die Eltern in ihren Bewegungen extrem eingeschränkt sind. Während andere Kinder in diesem Alter draußen mit ihren Freunden unterwegs sind, müssen diese Kinder beim Einkaufen helfen und sich um die Pflege und Versorgung ihrer Eltern kümmern. Insgesamt. Das färbt ja auch auf die Kinder irgendwann ab, oder? Die werden ja wahrscheinlich in die Fußstapfen treten. Och nee. Kann man also sagen, dass in diesen Fällen. Das ist safe eine Esssucht. Die loszuwerden ist richtig schwer. Ja, aber ich meine, man...
Ey, ich bin nicht drin im Thema so, ne? Aber wäre nicht der Move, dazu zu sagen, ich gehe in eine Therapie, in eine Klinik und versuche dann da meinen Kindern ihre Kindheit und ihre Würde zu erhalten irgendwie? Ist das nicht... Die Kinder eher die Rolle der Eltern übernehmen. Zwar ist es oft so, dass sich die Eltern sehr stark darüber bewusst sind, dass sie ihren Kindern durch ihr Gewicht die Jugend rauben und oft deshalb auch voller Schuldgefühle sind. In manchen Fällen jedoch gibt es auch Eltern, die ihren Kindern trotzdem noch vorwerfen, dass sie sich nicht genug um sie kümmern würden und sie so zu quasi richtigen Arbeitern ausbilden wollen. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr am krassesten fandet und was davon für euch USA, ein absolutes No-Go ist. Ansonsten liked das Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr spannende Videos jede Woche und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut. Junge, Junge, Junge. Big, 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 weird. Sehr, 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 sehr seltsam. Sehr, 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 sehr seltsam.